Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute zeige ich euch Beti Kebab mal anders. Und zwar habe ich hier Frikadellen schon mal vorbereitet und geformt. Wenn ihr mehr machen möchtet, könnt ihr natürlich auch verdoppeln die Menge. Dann habe ich hier Joghurt, den 10%igen, das ist sehr wichtig, den müsst ihr haben. Ich habe hier Jufka, ich habe erstmal diesen dreieckigen genommen, damit machen wir auch Zigarettenbörek und das lässt sich sehr gut einrollen. Eine Tomate, zwei Paprika und dazu kommt dann noch Bulgurreis. Das Rezept für Bulgurreis hatte ich ja schon hochgeladen, werde ich euch noch verlinken. Zuerst werde ich die Frikadellen und die Peperoni frittieren. Damit Fett nicht so doll spritzt, könnt ihr ein bisschen Salz reingeben, dann dürfte es nicht mehr spritzen. Während die Frikadellen frittieren, habe ich dann natürlich auch meinen Bulgurreis fertig gemacht. Wickel dann die Frikadellen einzeln in Jufka ein. Das Ende könnt ihr einfach mit Wasser nass machen und dann einfach drüber klappen. So, nachdem die Frikadellen frittiert sind, habe ich dann die Tomate einfach in Scheiben geschnitten und von beiden Seiten frittiert. Ihr müsst jetzt kein neues Fett dazu nehmen. So, zusätzlich brauchen wir noch einen halben Esslöffel Butter und einen halben Esslöffel Tomatenmark oder Paprikamark. Ich werde hier jetzt meine Frikadellen, die ich hier in Jufka eingewickelt habe, nochmal frittieren und da einen halben Esslöffel Paprikamark mit Butter ein bisschen anbraten. Ich gebe hier noch ein bisschen rote Paprikapulver rein und ca. 50 ml Wasser und mache den Herd aus. Ihr könnt das dann mit Salz abschmecken. Dann hier meine Frikadellen. Kann ich auch mit der Hand machen. Geht ganz schnell bei mir. Also nicht viel Wasser. Hier habe ich schon mal meinen Bulgurreis auf meinen Teller gegeben. So, daneben habe ich dann meinen Joghurt einfach serviert und gebe dann die Peperoni einfach daneben und die Tomaten. Und gebe dann jetzt von der Soße einfach über meine Frikadellen. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch und würde mich freuen, wenn ihr es teilen würdet. Und bleibt dran für meine Küchentipps. Tschüss, bis zum nächsten Video.